Street-Art-Künstler, die ehemalige Volksbank an der Nürnberger Straße geentert und haben hier eine Ausstellung gestaltet. Und schuld daran, kann man schon sagen, ist unter anderem Kimo von den Dixons. Kimo, wie viele Künstler sind denn hier vertreten? Wir haben insgesamt 165 Künstler aus 17 Nationen und überwiegend über 50% aus Berlin. Und die Resonanz ist schon gleich gigantisch. Ja, also die Resonanz ist nicht nur gigantisch, sondern überwältigend. Wir haben natürlich mit einigem gerechnet, aber eigentlich wollten wir nur ein bisschen malen. Und am Ende des Tages stehen die Leute hier Schlange und wollen alle rein. Ich glaube, Berlin und auch mittlerweile Teile der Welt sind echt begeistert von der Ausstellung. Ja, also die letzten Tage hatten wir immer ca. 1200 Gäste. Wir machen ja morgens um 10 Uhr auf, dann lassen wir die ersten 199 sozusagen rein. Mehr dürfen wir nämlich nicht reinlassen aus Sicherheitsgründen und Brandschutzgründen. Und bis jetzt war die Bude immer voll bis zum Schluss. Also wirklich krass. Wie ist es überhaupt zu diesem Projekt gekommen? Also es ist ja eine ehemalige Volksbank und hier sollen ja irgendwann Luxuswohnungen entstehen. Warum seid ihr jetzt erstmal hier? Wir wurden gefragt, ob wir das Haus erstmal übernehmen als Zwischennutzer zur Zwischennutzung von dem Immobilienentwickler der Panjong. Die haben uns das sozusagen übergeben, bis sie halt das neue Gebäude hierhin bauen. Und das haben wir natürlich ausgenutzt und alles angemalt. Wir sind ein Kollektiv hier aus Berlin und malen eigentlich tagtäglich. Das ist unser täglich Brot. Und hier war es so, dass wir unabhängig von unserer Firma halt die Crew mehr im Vordergrund steht, die Dixons, die machen nämlich freie Projekte auf der ganzen Welt. Und hier haben wir halt mal die Möglichkeit gehabt, auch alle unsere Atzen einzuladen und zu sagen, kommt mal her, lass mal was zusammen auf die Beine stellen, was groß ist. Also die Atzen sozusagen sind alles Künstler, die ihr kennt von überall in der Welt. Genau, also man lernt sich halt über die Jahre kennen und kooperiert halt auch mehr oder weniger miteinander. Und es war uns, sagen wir mal, ein Kinderspiel, die Leute hier an den Start zu bringen. Das war das kleinste Problem von allen. Also wir haben Anfang Januar, wie gesagt, die Türen hier aufgemacht, hatten das ganze Material vor Ort, Sprühdosen, Baumaterial, Getränke. Und dann sind die Jungs hergekommen, haben sich das erstmal angeschaut und wir haben halt darüber gesprochen, wie könnte man ihnen die entsprechenden Räume gestalten. Haben uns das halt angehört von den Jungs und dann durfte aber jeder frei walten und machen, wie er wollte. Im Durchschnitt waren die Künstler so circa 10 Tage am Machen. Der eine hat es durchgezogen in 10 Tagen, der andere kam Anfang Januar und dann im Februar wieder, weil die Leute natürlich auch zwischendurch gute Aufträge haben und viel zu tun haben, konnten die jetzt nicht, sagen wir mal, alle zum gleichen Zeitpunkt kommen. Es hat sich dann so bis Mitte März hingezogen, dann haben wir sauber gemacht, dann haben wir noch Fotos gemacht für die Dokumentation von dem Haus, The Buch. Wir haben das Ganze in ein Buch gepackt. Das ist das Einzige, was am Ende des Tages vom Haus übrig bleibt. Street Art besteht aus vielen, vielen, vielen Stilrichtungen und es war uns halt ganz wichtig, dass die hier auch alle vertreten sind. Graffiti ist halt der Ursprung von vielen Leuten, die hier mitmachen. 80er, 90er Jahre haben halt unsere ganzen Kumpels auch mit Graffiti angefangen. Aber mittlerweile ist es halt so, wir haben uns alle weiterentwickelt, arbeiten mit anderen Medien, mit anderen Stoffen, mit anderen Möglichkeiten. Und deswegen kann man hier auf ganz hohem Niveau Street Art aus allen Richtungen sich mal reinziehen. Und ihr habt selber auch Räume gestaltet, die Dixons. Ja, die Dixons haben sich am Anfang schön 3 Räume unter den Nagel gerissen. Mittlerweile haben wir nur noch einen halben Raum. Wir hatten einfach in der Organisation als The House Meisters hatten wir einfach so viel zu tun, dass es nicht möglich war, sich wirklich auch mal auf die kreativen Sachen zu konzentrieren. Aber das Ding hier ist so geil und so krass, dass wir einfach auch darauf verzichtet haben,
uns da irgendwie in den Vordergrund zu schieben, sondern das ganze Projekt macht's aus und dieses Familiengefühl so, das war viel stärker, wie jeder einzelne Raum sein kann. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen hier keine Leinwände aufhängen wie in einer klassischen Galerie. Wir sind keine klassische Galerie, wir sind Street-Art-Arzen und packen das halt in so eine temporäre, nennen wir es Galerie-Ausstellung. Und alles wird zerstört, hier wird nichts verkauft. Aber wer finanziert das alles oder hat es finanziert? Ihr brauchtet ja die Materialien, Verpflegung. Ja, also eine Menge Berliner Unternehmen haben uns da unterstützt und uns geholfen. Das Hotel Berlin hat die ganzen Unterkünfte für die Künstler zur Verfügung gestellt, was halt grandios ist, also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Genug Bier war auch da, haben wir auch gesponsert bekommen. Es war harte Arbeit, 300 Kisten auszusaufen, aber wir haben es geschafft. Und auch das Baumaterial von einem Traditionsunternehmen von Kluwe haben wir gestellt bekommen. Alle anderen Sachen halt wie Personal oder auch andere Materialien, die wir nicht gesponsert bekommen haben, haben wir selber finanziert. Wenn man jetzt als Besucher herkommt und da ist eine große Schlange unten, gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, die so zu umgehen? Also wenn man sich anmeldet für eine Führung oder so? Weil Führung gibt es ja hier bei euch. Ja, also wir haben alle Künstler im Nachhinein gefragt, wie wir überhaupt mit den Besuchern halt umgehen sollen. Haben halt wirklich uns miteinander ausgetauscht und dann war relativ schnell klar, dass wenn man hier als Besucher reinkommt, sich die 5 Etagen anguckt, dass es echt schwer ist zu verstehen und auch schwer zu begreifen, weil es halt so viel ist. Und da sind wir relativ schnell auf den Trichter gekommen, wäre schlau, wenn wir halt Führungen anbieten. Und da haben wir jetzt nicht beim Arbeitsamt ein paar Guides gebucht, sondern wir haben die Künstler gefragt, ob die Bock haben, ihre Geschichte zu erzählen und die Geschichte aller Künstler hier. Und da haben sich gleich natürlich viele gemeldet. Und ein Großteil der Einnahmen von so einer Führung geht auch direkt an die Künstler. Und der Rest bleibt halt in der Haus, weil wir halt auch ein paar Kosten noch zu decken haben. Und dann kommt man tatsächlich an der Schlange vorbei, weil die Schlange ist aktuell so lang, dass die Führung ja zu spät anfangen würden. Das heißt, wir haben jede Stunde eine Führung, die sind aber bis Ende Mai ausgebucht. Unfassbar. Wir wissen nicht, wie wir das jetzt noch lösen sollen aktuell. Wir suchen nach einer Lösung, dass wir noch mehr Führungen anbieten können. Aber ja, mal gucken. Weil wir jetzt gerade hier in diesem Raum sind, mit welchem Künstler haben wir es hier zu tun und was stellt es eigentlich dar? Ja, also bei 101 Kunstwerken kann ich dir über jedes Kunstwerk gar nicht genau erzählen, was da los ist. In diesem Fall ja, hast du Glück gehabt, weil den habe ich selber betreut. Das ist Popeye aus Paris, eine Pariser Graffiti-Legende. Sehr bekannt in der Szene auf jeden Fall, auch über die Grenzen von Frankreich hinaus. Und er hat einen sehr, sehr speziellen, besonderen Stil, den man hier halt sieht. Er malt immer architektonisch so Stadtbilder und Freestyle. Das heißt, und er benutzt auch halt immer diese wirklich bunten, knalligen Farben, um das in Szene zu setzen und erzählt halt Geschichten auf der Straße. Hier so ein bisschen Geisterbahn-Atmosphäre. Das ist ein Kunstwerk von Drink and Draw. Genau. Und Ria Wank gehört zu der Künstlergruppe. Sie zeichnen und trinken. Ja, so in etwa können wir das beschreiben. Ja, ja, ich gehöre zum Drink and Draw Berlin. Wir sind eine kleine Künstlergruppe aus Berlin. Wir geben Zeichenworkshops, gestalten Partys. Wir stellen auf Festivals aus. Daher kommt auch das Konzept von dem Raum. Da, hier kann man sich ein bisschen verlieren und rumspielen. Es ist mehr so eine Art, die 4 Stufen, einen Trip zu erleben. Zuerst es hat eher dieses erdige Gefühl, dann verliert man sich und hat ein bisschen Angst und weiß nicht, was auf einen zukommt. Und am Ende erlebt man halt, wenn man Glück hat, ein schönes, buntes Erlebnis. Wie lange habt ihr hier dran gearbeitet? Über 4 Wochen. Intensiv. Das war mehr Arbeit, als wir dachten. Nun bist du ja eine der wenigen weiblichen Street-Art-Künstlern. Ja, das sagen ganz viele. Zu unserer Verteidigung, das Drink and Draw besteht zu 50% aus Frauen. Also das ist gar nicht mehr so. Also es gibt schon einige Frauen hier im Haus. Warum machst du hier überhaupt mit?
Ich mag die Leute super gern. Ich habe immer Bock auf sowas, weil einen das unglaublich viel weiterbringt. Also man lernt so viele interessante Leute kennen, woraus dann wieder neue Projekte entstehen. Aber das ist jetzt alles unentgeltlich. Also ihr kriegt hier nichts für. Ja, also die Materialien sind größtenteils gestellt und wir Wachen bekommen auch einen kleinen Lohn natürlich. Genau. Aber ansonsten ist für die Künstler ist das nichts. Also ist das jetzt nur Wache-Dienst oder machst du auch Führung? Führungen kommen jetzt bald. Ich werde noch gebrieft und dann kann ich auch endlich mitmachen. Ich freue mich schon drauf.